Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Erde ist 1988 ein etwas besserer Platz geworden. Das schreibt die amerikanische Zeitschrift Newsweek und sie hat wohl recht. Denn auf manchen Kriegsschauplätzen der vergangenen Jahre ruhen jetzt die Waffen. Aber der Rückblick aufs vergangene Jahr ist für sehr viele Schweizerinnen und Schweizer wahrscheinlich zunächst der Blick zurück auf einen Tag im Dezember, jenen Tag, an dem Bundesrätin Elisabeth Kopp die politischen Konsequenzen zog. Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Gründe für den überraschenden und schließlich doch zwingenden Rücktritt der ersten Bundesrätin der Schweiz liegen nicht nur bei ihr selber. Sie sind zu suchen in den Geschäftsverbindungen und auch im Geschäftsgebaren des Bundesrats Gatten. Auch wenn es rechtlich einwandfrei sein sollte, so hat es sich politisch schließlich doch als untragbar erwiesen. 26. August. Der schweizerische Beobachter wirft Hans W. Kopp vor, er habe rund 2,5 Millionen Franken an der Steuerbehörde vorbeijongliert. Das Steueramt sei informiert worden, habe den Fall aber verschleppt, behauptet das Blatt. Kopp dementiert. Das Steueramt habe korrekt und gesetzmäßig gehandelt, erklären später der Zürcher Regierungsrat und die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates. Am 4. November berichtet der Zürcher Tagesanzeiger über einen großen Fall von Geldwäscherei in der Schweiz. Dabei taucht der Name der Firma Shakarchi Trading AG auf und damit auch der Name von Hans W. Kopp, der nur eine Woche vor Bekanntwerden des Falls als Vizepräsident der Firma zurückgetreten war, angeblich wegen Überlastung. War Kopp gewarnt worden? In der Schweizer Illustrierten sagt er 10 Tage später in einem Interview dazu nein. Und als er noch einmal gefragt wird, ob er aus dem Departement seiner Frau einen Tipp erhalten habe, sagt er um Gottes Willen nein. Am 28. November präsentiert Bundesrätin Elisabeth Kopp der Presse den Entwurf für ein Gesetz gegen die Geldwäscherei. Auf die Frage, ob sie wegen der Gerüchte um ihren Mann nicht befangen sei und in den Ausstand treten müsste, erwidert sie: Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen dargelegt, dass es ich selber war, die diesen Strafartikel in Auftrag gab. Ich habe dann die Initiative dafür ergriffen und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Artikel nun vordringlich behandelt wird. Ich glaube, das allein genügt, Ihnen darzulegen, dass ich in dieser Angelegenheit nicht befangen bin. 7. Dezember. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt Elisabeth Kopp zur Vizepräsidentin des Bundesrates. Trotz der Gerüchte um ihren Mann erhält sie 165 Stimmen. 2/3 aller Parlamentarier hatten Bundesrätin Kopp damit ihr Vertrauen ausgesprochen. Nur 2 Tage später behauptet die Zeitung Le Matin, Hans W. Kopp sei im Falle der Shakarchi Trading AG eben doch aus dem Departement seiner Frau gewarnt worden. Und am gleichen Tag gibt Bundesrätin Kopp bekannt, sie habe ihren Mann angerufen. Montag, 12. Dezember. Pressekonferenz im Bundeshaus. Ein Wochenende lang hatte Bundesrätin Kopp um den Entscheid gerungen. Ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Um eine ordnungsgemäße Regelung der Nachfolge und den Übergang der Amtsgeschäfte sicherzustellen, bin ich mit den Spitzen der freisinnig-demokratischen Fraktion übereingekommen, das Rücktrittsdatum auf Ende Februar festzulegen. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch irgendeine Schuld. Aber die Regeln des demokratischen Rechtsstaates sind streng. Was der Ehefrau erlaubt ist, ist dem Mitglied der Landesregierung nicht gestattet. Bevorzugte Information des Ehepartners ist, wenn nicht juristisch und moralisch, so doch politisch unzulässig. Elisabeth Kopp gibt ein schwieriges Amt ab. Das neue Eherecht gehörte in ihr Departement, das neue Aktienrecht ebenfalls. Und das waren nur 2 ihrer vielfältigen Aufgaben. Die Asylpolitik war eine dritte und die ist auch nach der Revision des Asylgesetzes nicht einfacher geworden. 1988 suchte wieder eine Rekordzahl Zuflucht bei uns. Das böse Erwachen kommt gleich zu Beginn des Jahres 1988. Allein in den ersten 4 Tagen reisen bereits 280 Asylbewerber in die Schweiz ein. Die meisten von ihnen illegal, über die grüne Grenze. Das Grenzwachtkorps ist hoffnungslos überfordert.
Im Herbst wird am Splügenpass eine illegale Einreise zum Drama. Ein türkisches Kind stirbt. Seine Eltern waren von Schleppern über den unwirtlichen Pass geschickt worden. FDP-Nationalrat Ernst Mühlemann fordert eine Verstärkung des Grenzwachtkorps durch das Militär. Doch der Flüchtlingsdelegierte Peter Arbenz lehnt einen Armeeeinsatz zur Grenzüberwachung ab. Nach mehrmaligen Bitten der Schweiz erklärt sich Italiens Außenminister Giulio Andreotti bei einem Besuch in Bern bereit, nächstes Jahr für Türken eine Visumspflicht einzuführen. Nicht nur die illegalen, auch die legal einreisenden Asylbewerber bereiten den Behörden zunehmend Probleme. Die offiziellen Empfangsstellen sind hoffnungslos überfüllt. Besonders prekär ist die Situation in Basel. Der Grenzkanton ersucht den Bund, neue Asylanten unverzüglich in die Aufnahmekantone weiterzuleiten. Doch das ist leichter gesagt als getan. In der Stadt Zürich warten Asylanten oft vergebens vor dem Fürsorgeamt auf die Zuweisung einer Notunterkunft. Die Vorsteherin des Sozialamtes, Emilie Lieberherr, fordert vom Bund einen Zuweisungsstopp und will nur noch 10 Asylanten täglich aufnehmen. Alle übrigen schickt die Stadt Zürich zurück an die Empfangsstellen. Der Flüchtlingsdelegierte Peter Arbenz und seine Mitarbeiter suchen nach Möglichkeiten, den Flüchtlingsstrom etwas einzudämmen. In türkischen Zeitungen erscheinen abschreckende Berichte über die Lebensumstände von Asylanten in der Schweiz. Arbenz Idee einer Quotenregelung für Flüchtlinge und ausländische Arbeitskräfte weist der Direktor des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bieger, entrüstet zurück. Herr Arbenz hat einen Versuchsballon steigen lassen aus einer internen Arbeitsgruppe, genannt Strategiegruppe. Und er muss es sich jetzt gefallen lassen, dass, wenn er den Ballon schon öffentlich steigen lässt, dass man auf diesen Ballon schießt. Verwirklicht wird schließlich eine Revision der Verordnung zum neuen Asylgesetz. Auch wenn sich die Lage beruhigen sollte, ist in Anbetracht der zu erwartenden Höchstzahl weder der Delegierte noch der Beschwerdedienst des Departements in der Lage, das erklärte Ziel zu erreichen, mit den Neueingängen Schritt zu halten, geschweige denn Pendenzen abzubauen. Die heute getroffenen Beschlüsse sollen sicherstellen, dass diese beiden politischen Vorgaben trotzdem realisiert werden können. Doch die Zeitbombe tickt weiter. Der Flüchtlingsdelegierte muss sich auf die Suche machen nach Notunterkünften für obdachlose Asylanten. Indiskretionen und eine unglückliche Informationspolitik erschweren dieses Unterfangen und verhärten die Fronten. In Melchtal, wo 400 Menschen leben, sollen in den Militärbaracken 500 Asylanten vorübergehend untergebracht werden. Die Melchtaler laufen Sturm und wehren sich dagegen, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Der Flüchtlingsdelegierte Peter Arbenz begibt sich nach Melchtal und versucht, die Wogen etwas zu glätten. Schließlich treffen die ersten Asylanten in Melchtal ein, argwöhnisch beobachtet. Die Einquartierung verläuft problemlos. Ende des Jahres kann das Lager wieder geräumt werden. Auch in anderen Gemeinden stößt die Einrichtung von Bundeszentren auf wenig Begeisterung. Bundesrätin Kopp empfängt eine Delegation aus Ringenberg und einigt sich mit den Behörden auf eine Kompromisslösung. Andere geplante Bundeszentren können wegen des Widerstandes der Bevölkerung nie oder nur mit Verzögerung in Betrieb genommen werden. Zum Beispiel in Klosters. Die Baracken, die 60 Asylbewerbern als Unterkunft hätten dienen sollen, brennen nieder, 14 Tage bevor die ersten Asylanten eintreffen. Mit dem Wintereinbruch entspannt sich die Lage etwas. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Viele Notunterkünfte können geschlossen werden. Und damit hat sich auch die Aufregung der Herbstmonate wieder etwas gelegt. Ein anderes innenpolitisches Thema der letzten Jahre blieb 1988 eher im Hintergrund und das ist vielleicht sogar ein gutes Zeichen. Der Zustand des Waldes lässt zumindest leise Hoffnung aufkommen. Das Sanna-Silva-Waldschadeninventar kommt zum Schluss.
Dass 1988 weniger geschädigte Bäume in der Schweiz festgestellt wurden als bei den früheren Erhebungen von Waldschäden. Ob die Gründe beim gesteigerten Umweltbewusstsein zu suchen sind oder bei der verminderten Luftbelastung oder etwa bei günstigen Witterungsbedingungen, die Experten sind mit dem Urteil auf jeden Fall noch vorsichtig. Für die eigentliche innenpolitische Sensation sorgte 1988 aber jene Gruppe führender bürgerlicher Parlamentarier der Bundesversammlung, die dem Streit um Kaiseraugst ein Ende machte. Sie begruben ein Projekt, das zwar täglich teurer, aber keineswegs aussichtsreicher wurde, und sie machten damit den Weg frei für eine neue Energiediskussion. Die Kernenergie steht bereits in den ersten Wochen des Jahres 1988 im Mittelpunkt. Die Expertengruppe Energieszenarien veröffentlicht ihren Bericht, der aufzeigt, ob, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Konsequenzen die Schweiz aus der Kernenergie aussteigen könnte. Indiskretionen, Rücktritte und ein Methodenstreit prägen die Expertenarbeit. Die Meinungen zur Kernenergie sind gemacht. Auch die Eidgenössische Energiekommission ist zerstritten und kann sich nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen. Der Bundesrat löst beide Gremien auf Ende des Jahres 1988 auf. In diese Ratlosigkeit hinein platzt die Bombe. Bürgerliche Politiker, alles dezidierte Kernenergiebefürworter, geben bekannt, dass sie den Bundesrat veranlassen wollen, mit der KKW Kaiseraugst eine Verzichtvereinbarung abzuschließen. Der Bundesrat nimmt den Auftrag ernst. Nur ein halbes Jahr später können die Bundesräte Oggi und Stich verkünden: Der Verwaltungsrat der Kaiseraugst AG hat gestern den Vorschlägen des Experten Herrn Dr. Wenger zugestimmt, mit einer Entschädigung von 350 Millionen Franken. Der Zürcher Rechtsanwalt Jean-Claude Wenger leitet als neutraler Experte die Gespräche. Die Gegenseite hat viel höhere Vorstellungen gehabt. Und das ist nur das Ergebnis harter Verhandlungen gewesen, dass sie sich argumentativ davon überzeugen ließ, dass eine Lösung jetzt das Beste ist, auch für die Elektrizitätswirtschaft, weil damit dieses Problem vom Tisch ist. Als sich während der Herbstsession die Parlamentarier zur Energiedebatte treffen, brauchen sie die Vorarbeiten nur noch abzusegnen. Damit ist das Projekt eines Kernkraftwerkes auf dem vorgesehenen Gelände in Kaiseraugst endgültig beerdigt. Die Diskussion geht aber über Kaiseraugst hinaus. Unter Namensaufruf stimmt der Nationalrat einem neuen Energieartikel in der Bundesverfassung zu, der dem Bund umfassende Kompetenzen in der Energiepolitik gibt. Die Linke und die Grünen möchten außerdem auch ein Stromspargesetz, das dann aber von der Mehrheit des Rats verworfen wird. Es geht aber darum, dass der Bund diese Anstrengungen weiterführt und vor allem die praxisorientierte Anwendung. Der Verbrauch an elektrischer Energie ist erneut angestiegen. Im hydrologischen Jahr 1988 wurde 1,2% mehr Strom gebraucht. Dem will Bundesrat Oggi mit einer Energieaktion entgegenwirken. Die dreijährige Bravo-Kampagne will mit einfachen Tipps zum sparsamen Umgang mit Energie im Alltag anregen. Der Widerstand gegen die Kernenergie entspringt vor allem der Furcht vor unwägbaren und unbeherrschbaren Gefahren. Die Kerntechnologie weckt diese Angst in besonderem Maße, aber sie ist beileibe nicht die einzige Gefahrenquelle. Wie jüngst wieder der Absturz des Panam-Jumbos über der schottischen Stadt Lockerbie zeigte. 5 Kilometer vom Rumpf entfernt lag das Cockpit der Boeing 747 im Feld. Die Trümmer waren in einem Umkreis von 15 Kilometern zerstreut. Wie eine Bombe war der Jumbojet auf die Ortschaft niedergegangen. Eine Tankstelle, die der Jumbo streifte, hat Teile von Lockerbie in Brand gesetzt. Insgesamt kamen um die 280 Menschen ums Leben. Die Anhaltspunkte für einen Terroranschlag häuften sich rasch.
Auf den schlüssigen Beweis warten wir aber noch. Die moderne Gesellschaft ist zweifellos angreifbarer geworden. Die Großtechnologie bringt neue Risiken. 1988 hat das mehrfach gezeigt. Vor der schottischen Nordostküste liegt die Ölbohrinsel Piper Alpha. Hier ereignete sich abends um 22 Uhr das schwerste Unglück in der Geschichte der Nordseeölförderung. 166 Menschen kamen ums Leben, als die Plattform nach einer gewaltigen Explosion zum flammenden Inferno wurde. Helikopter und Schiffe versuchten den Großbrand zu löschen, was jedoch auch mit Hilfe von Spezialisten erst nach längerer Zeit gelang. Die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori verursachte am Flugmeeting in Ramstein in Rheinland-Pfalz vor über 300.000 Zuschauern eine Katastrophe. Nach dem Zusammenstoß zweier Maschinen stürzte eine der beiden in die Zuschauermenge und explodierte. Über 50 Menschen kamen durch die Flammenhölle ums Leben. 360 wurden zum Teil schwer verletzt. Szenen des Entsetzens wie nach einem Bombenabwurf. Umweltschützer und linke Gruppierungen hatten zuvor heftig gegen das Flugmeeting protestiert. Ein amerikanisches Kampfflugzeug vom Typ Thunderbolt war es, das die Mittagsstille im nordrhein-westfälischen Remscheid mit einem lauten Knall zerriss und beim Absturz auf die Innenstadt 100 Meter weit die Häuser auf beiden Straßenseiten zerfetzte und in Flammen setzte. 5 Menschen kamen ums Leben, 10 weitere wurden verletzt. Verhältnismäßig glimpflich lief dagegen der mit unsäglichem Leichtsinn durchgeführte Demonstrationsflug des neuen Airbus A320 im Elsass ab, obwohl er nach wenigen Minuten mit einer schwarzen Rauchwolke im Wald endete. Es grenzt an ein Wunder, dass die meisten der 129 Personen an Bord mit dem Schrecken davonkamen. 3 Menschen verloren allerdings dabei ihr Leben. Erst 3 Tage zuvor war die Maschine der Air France in Betrieb gesetzt worden. Zurück blieben Trümmer und eine 200 Meter lange Schneise im Wald. Da war wohl Leichtsinn und Selbstüberschätzung mit im Spiel, so jedenfalls sehen es Experten. Spuren von Leichtsinn, von Selbstüberschätzung finden sich vielleicht auch in anderen Ereignissen. Nicht immer ist ja menschliches Handeln unmittelbar die Ursache für Umweltschäden. Aber der Dreck, den wir zu Wasser lassen, der verringert doch sehr die Abwehrkraft zahlreicher Lebewesen. Die Robbenbänke in der Nordsee. Zehntausende von Robben leben normalerweise hier und ihre Zahl hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich erhöht. Inzwischen ist jedoch alles anders. Rund 15.000 Robben, so schätzt man, sind dieses Jahr verendet. Das ist ein Drittel des Frühjahrsbestandes. Zu Hunderten wurden sie an den Stränden angeschwemmt und zur Untersuchung in Forschungsinstitute gebracht. Es war ein Robbensterben, wie es die Zoologen bislang noch nicht erlebt hatten. Uneinig waren sie sich lediglich über die genauen Ursachen. Drei Virustypen, so wurde erklärt, seien in den toten Seehunden festgestellt worden. Außerdem Würmer in den Lungen und ein generell schlechter Allgemeinzustand der Tiere. Ihr geschwächtes Immunsystem lieferte sie den Viren völlig schutzlos aus. So wurden auch viele Robbenbabys zu früh geboren. Sie blieben schwächlich und ohne Abwehrkräfte. Und ihre Überlebenschancen waren von vornherein äußerst schlecht. Alarm wurde an der Nordsee auch noch aus einem anderen Grund geschlagen. Unmengen von toten Fischen waren die Folge einer Algenpest, die in einem bisher unbekannten Ausmaß das Meer verseuchte. Wieder machten sich Meeresforscher auf die Suche nach den Ursachen. Sie stellten fest, dass Algen die Kiemen der Fische verklebten, sodass diese elendiglich zugrunde gingen. Bis in eine Tiefe von 12 Metern hatten die Algen praktisch alles Leben ausgelöscht. Chrysochromulina polylepsis heißt die Alge, die sich in diesem Jahr so explosionsartig ausbreitete. Dass dies möglich wurde, ist auch hier wieder auf die Umweltverschmutzung zurückzuführen. Seit Jahren weiß man das und trotzdem wird das Meer weiterhin als Mülldeponie missbraucht. Tonnen von Schadstoffen gelangen Jahr für Jahr in die Nordsee.
Sogar Venedig ist dieses Jahr von der Algenplage nicht verschont geblieben. Abgestorbene Algen verbreiteten außerdem über der Lagune höchst unangenehme Gerüche. Die Ursache sind auch hier Abfälle, die ins Meer gelangen und in Kombination mit warmem Wetter ein idealer Nährboden für Algen sind. Als Sofortmaßnahme wurden in der Adria Maschinen eingesetzt, die das Wasser von Algen befreien. Auf die Dauer ist dies allerdings keine Lösung. Fachleute in aller Welt versuchen, die Meere als Lebensraum zu schützen. Über schöne Worte und Absichtserklärungen hinaus ist man freilich bis jetzt nicht gekommen. Naturereignisse, die uns 1988 beschäftigt haben. Auf dem internationalen politischen Parkett bewegten sich die Stars, die uns nun schon seit Jahren vertraut sind, Ronald Reagan und Michail Gorbatschow. Ihre Begegnungen sind nun schon fast Routine. Und wer wollte diese Normalisierung nicht begrüßen? Von gegenseitiger Normalisierung kann man allerdings in vollem Umfange erst sprechen, seit Ronald Reagan den Weg von Washington nach Moskau hinter sich gebracht hat. Erster Besuch eines amerikanischen Präsidenten seit 1974. Und ausgerechnet Ronald Reagan, der die Sowjetunion früher als Reich des Bösen bezeichnet hatte, tat diesen Schritt. Wichtigstes, konkretes Ergebnis des Gipfeltreffens: der Austausch der ratifizierten INF-Vertragsurkunden. Der INF-Vertrag war im Dezember 1987 in Washington unterzeichnet worden. In Moskau trat damit nach neunjähriger Verhandlungszeit der erste Vertrag in Kraft, der eine Vernichtung von atomaren Waffen vorsieht. In Moskau wurden aber, entgegen manchen Hoffnungen, keine neuen Abrüstungsabkommen ausgehandelt. Und auch auf dem Gebiet der Menschenrechte oder der regionalen Konflikte konnten keine erkennbaren Fortschritte erzielt werden. Doch der Moskauer Gipfel war nicht umsonst. Eindeutig zeigte er, dass zwischen den Supermächten eine realpolitische Entspannung erfolgt ist. Und diese wurde dann auch von Reagan und Gorbatschow klar demonstriert. Symbolträchtig wurde dieser Entspannungsprozess weitergeführt. Gorbatschow ging Ende Jahr nach New York, traf mit Reagan und seinem Nachfolger Bush zusammen und setzte damit ein Kontinuitätssignal. Keiner wollte Entscheidungen, alle drei hingegen einen reibungslosen Übergang im Dialog sichern. Seine politische Offensive behielt Gorbatschow der UNO vor. Vor der Generalversammlung kündigte er einen einseitigen, bedingungslosen Truppenabbau in Osteuropa an. Sicherlich ein gekonnter Public Relations Coup. Ein Schritt aber auch, der trotz seiner begrenzten Bedeutung von allen Seiten positiv gewertet wurde. Wir haben die Entscheidung, die 1991 aus GDR, Tschechoslowakei, Венгрии 6 танковых дивизий und расформировать их. 1988 ist auch das Jahr der letzten offiziellen Begegnung zwischen Reagan und Gorbatschow. Gorbatschow musste seine diplomatische Offensive im Westen vorzeitig abbrechen. Die Naturkatastrophe in Armenien zwang ihn zur Rückkehr. Das Erdbeben dort zählt zu den folgenschwersten Naturereignissen der jüngeren Geschichte überhaupt. Schutt und Trümmer zeugen vom katastrophalen Ausmaß des Erdbebens, das Armenien zu Beginn des Monats heimgesucht hat. Fieberhaft wurde unter den Trümmern nach Überlebenden gesucht. Zu Beginn fehlte technisches Gerät. Gegraben wurde zunächst mit bloßen Händen. Wer überlebte, suchte nach Lebenszeichen von Angehörigen und Freunden, während Hunderte von frisch gezimmerten Särgen für die Toten bereitstanden. 55.000 Menschen, so die offiziellen Angaben, sollen bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sein. Inoffiziell rechnet man jedoch mit bis zu 200.000 Todesopfern. Verletzte müssen oft in weit entfernte Spitäler gebracht werden. Aus allen Teilen der Sowjetunion waren gleich nach dem Beben Helfer angereist. Und nach kürzester Zeit setzte auch eine breite internationale Hilfe ein. Zum ersten Mal in der Sowjetunion mit dabei war das Schweizerische Katastrophenhilfekorps. Und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg auch wieder die Amerikaner. Rund 500.000 Menschen sind durch das Erdbeben obdachlos geworden. Mit der Aufbauarbeit soll nun so bald wie möglich wieder begonnen werden. Die sowjetischen Organisatoren mussten herbe Kritik einstecken im Lande selber und auch von den ausländischen Hilfsorganisationen. Zu viel lief chaotisch.
Aber neu war 1988 auch die Offenheit der Kritik, die Zulassung ausländischer Journalisten, zumindest für einige Zeit, und die Öffnung für Hilfsorganisationen aus dem Westen. Insgesamt ist Gorbatschows Reform auch 1988 einen Schritt weitergekommen, auch wenn sie noch immer nicht voll wirksam werden konnte. An der 19. außerordentlichen Parteikonferenz der KPDSU, der ersten seit 1941, geschah Bemerkenswertes. Noch nie zuvor war in der Sowjetunion öffentlich so offen diskutiert, argumentiert und kritisiert worden. Unter Anleitung von Parteichef Gorbatschow wurden weitreichende radikale politische Reformen, darunter auch eine Verfassungsänderung, beschlossen, die der Perestroika endlich konkrete Erfolge bringen sollten. Doch noch wurden aus der Kritik keine personellen Konsequenzen an der Führungsspitze gezogen. Als die Konsequenzen kamen, kamen sie überraschend. Die wichtigsten: Andrei Gromyko, Staatspräsident und zuvor 21 Jahre Außenminister, demissionierte. Ein Symbol einer überlebten Vergangenheit trat ab. Chefideologe Jegor Ligatschow, der sich gegen allzu weite Öffnungen durch die laufende Reform wehrte, wurde zum Agrarsekretär degradiert. Parteichef Gorbatschow wurde auch neuer Staatspräsident. Die zusätzlichen Kompetenzen, die er für dieses Amt wollte, wurden vom obersten Sowjet jedoch eingeschränkt. Als geschickter Taktiker hatte er seine Machtposition aber eindeutig gestärkt. Seine Vorlagen für eine Verfassungsrevision und ein neues Wahlgesetz wurden angenommen. Weniger Erfolg hatte Gorbatschow bei der Lösung ethnischer Konflikte, wie zum Beispiel beim Streit zwischen den Republiken Armenien und Aserbaidschan. Die Armenier forderten vehement die Angliederung der aserbaidschanischen Region Nagorno-Karabach an ihre Republik. Die Aserbaidschaner reagierten auf diesen Anspruch mit heftigen Gegendemonstrationen, aber auch mit Angriffen gegen die armenische Minderheit in Aserbaidschan. Armenier wurden zusammengeschlagen, armenische Wohnungen überfallen, beschädigt und geplündert. Moskau schickte Truppen, um neue Ausschreitungen zu verhindern und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Die politischen Forderungen der Armenier wies Moskau zurück. Die Demonstrationen hielten trotz Ausgangssperren an. Probleme hatte Moskau auch mit den baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen. Am weitesten gingen die Esten mit ihren Forderungen. Ein wiedererwachtes Nationalgefühl ließ sie von der Zentralregierung mehr Autonomie verlangen. Dies vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Mitsprache verlangten sie auch beim Umweltschutz und beim Zuzug von Nicht-Esten. Gorbatschow wies diese Ansprüche zurück und warf den Esten vor, sie gefährdeten das Prinzip der Sowjetischen Union und würden ihre nationalen Interessen zu egoistisch vertreten. Doch die Esten beharrten auf ihren Ansprüchen. In einer direkten Herausforderung an die Zentralregierung verabschiedeten sie eine Souveränitätserklärung, die für Estland ein Zustimmungsrecht zu gesamtsowjetischen Gesetzen vorsieht. Die andere Supermacht, die USA, war 1988 stark auf sich selber konzentriert. Sie erlebte ein Wahljahr. Jesse Jackson, der schwarze Prediger, war erfolgreich in den Vorwahlen. Michael Dukakis, der Kandidat der Demokraten, schien noch im Sommer aussichtsreich im Rennen zu liegen. Aber schließlich ging George Bush als klarer Favorit in die Wahl vom 8. November. In den frühen Morgenstunden stand es fest. Der 41. Präsident der USA heißt George Bush. Die Amerikaner hatten für Kontinuität gestimmt. Noch in der Wahlnacht versprach Bush, das Erbe Reagans fortzusetzen, aber auch mit der demokratischen Mehrheit im Kongress zusammenzuarbeiten. Thank you, New Hampshire. Thanks for everything and God bless America. Thank you all very much. Michael Dukakis, der Demokrat aus Massachusetts, hatte verloren.
Es war ihm nicht gelungen, den Wählern überzeugende Gründe für einen Wechsel zu bieten und glaubwürdige Alternativen zum bewährten republikanischen Programm zu entwickeln. Im November richten sich die Augen der politisch Interessierten nicht nur nach Amerika, sie richten sich immer auch nach Oslo, zum Sitz des Komitees für den Friedensnobelpreis. Wer würde es diesmal sein? Vielleicht doch Reagan und Gorbatschow. Das Nobelpreiskomitee hatte doch oft genug einen politischen Akzent gesetzt. Am 29. November gab der Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees die Wahl dann bekannt. That the 1988 Nobel Peace Prize is to be awarded to the United Nations Peacekeeping Forces. Die UNO-Friedenssoldaten durften sich also über die Ehre freuen. Die UNO-Friedenstruppen, hier die UNIFIL in Südlibanon, erfüllt eine schwierige Mission. Sie müssen versuchen, die jeweiligen Gegner in einem Land auseinanderzuhalten. Sie dürfen jedoch selbst militärisch nicht aktiv werden. Allein durch ihre Präsenz sollen sie den Frieden erhalten helfen. Und die UNO-Truppe wird bald neue Aufgaben übernehmen müssen, aus erfreulichen Gründen, denn auf einigen Jahre alten Kriegsschauplätzen schweigen die Waffen, so etwa am Persischen Golf. UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar kam in diesem Jahr bei seinen weltweiten Friedensbemühungen einen großen Schritt weiter. Seine Friedensappelle verhallten nicht mehr ungehört. Der größte Erfolg für ihn war das Ende des Golfkrieges zwischen Iran und Irak, der 8 Jahre gedauert hatte. Noch im Frühjahr glaubten beide Parteien, militärisch einen Sieg erringen zu können. Tagelang standen Grenzstädte im Raketenfeuer. Neue Offensiven wurden gestartet, die jeweils blutig zurückgeschlagen wurden. Der Krieg erreichte eine neue, grausame Dimension. Der Irak setzte nicht nur gegen feindliche Truppen Giftgas ein, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung in den grenznahen Dörfern. Der 8-jährige Krieg kostete wohl gegen 1 Million Tote. Die Großmächte traten nicht nur als Waffenlieferanten auf. Die USA mischten sich auch direkt ein. Sie schossen mehrere iranische Ölstationen in Brand. Am 3. Juli schoss ein Schiff der US-Marine gar ein iranisches Zivilflugzeug aus Versehen ab. Der Computer hatte einen feindlichen Angriff gesehen. Bei diesem Abschuss eines iranischen Airbus kamen alle 290 Insassen ums Leben. Die USA bedauerten den Vorfall, glaubten sich aber von jeder Schuld frei. Trotz der Eskalation des Krieges ließ UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar bei seinen Friedensbemühungen nicht nach. In getrennten Gesprächen mit Iranern und Irakern gelang es ihm, zwischen den Kriegsparteien am 20. August einen Waffenstillstand zu vermitteln. UNO-Truppen überwachen seither die iranisch-irakische Grenze. Noch herrscht kein Friede, aber der Krieg ist zu Ende. Auch das Problem Afghanistan schien zu Beginn des Jahres unlösbar. Seit 8 Jahren lieferten sich muslimisch-fundamentalistische Mujahedin und die sowjetisch-afghanischen Regierungstruppen schwere Kämpfe um die Macht. Die Zerstörungen, die dieser Krieg zur Folge hatte, sind für das Land kaum verkraftbar. Gegen 1 Million Soldaten und Zivilisten starben. Die Flüchtlinge, die das Land verlassen mussten, gehen in die Millionen. Die sowjetische Truppenpräsenz in Afghanistan wurde nicht nur weltweit verurteilt. Seit Gorbatschow wollte auch die Sowjetunion selbst das Engagement beenden. Am 14. April einigten sich in Genf die USA, Pakistan, Afghanistan und die Sowjetunion über ein Abkommen. Die Sowjetunion verpflichtete sich darin, ihre Truppen bis zum Februar 89 abzuziehen. Ein erster Schritt zum Frieden war gemacht. Fernab von der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit herrscht in der ehemaligen spanischen Sahara Krieg. Das Wüstenvolk der Saharaui kämpft ohne Aussicht auf Erfolg gegen die marokkanischen Besetzer. Aber auch die hochgerüstete marokkanische Armee muss immer wieder Rückschläge einstecken und kann sich gegen die Wüstenkämpfer nicht durchsetzen. Im Genfer UNO-Palast trafen sich in diesem Frühling Vertreter Marokkos und Vertreter der Polisario zu Gesprächen mit Pérez de Cuellar.
Ein Friedensabkommen konnte jedoch nicht erreicht werden. Immerhin verpflichtete sich Marokko, die versprochene Volksbefragung endlich durchzuführen. Auch die Lösung des Kambodscha-Konflikts ist dieses Jahr näher gerückt. An mehreren Konferenzen trafen sich Exil-Kambodschaner und Vertreter der von Vietnam unterstützten Regierung. 10 Jahre sind vergangen, seit das Schreckensregime der Roten Khmer durch vietnamesische Truppen beendet wurde. Zwar operieren die Roten Khmer noch immer im Grenzgebiet zu Thailand, dennoch begannen die Vietnamesen mit ihrem Abzug. Kambodscha fühlt sich heute stark genug, um selbst einen Dialog mit den Exilgruppen aufzunehmen. Auch die Unabhängigkeit Namibias ist in diesem Jahr näher gerückt. Vertreter Angolas, das von Kuba unterstützt wird, Südafrikas und der USA trafen sich wiederholt. Zur Debatte stand der Rückzug der Kubaner aus Angola bei einem gleichzeitigen Rückzug der Südafrikaner aus dem besetzten Namibia. Noch im Frühling dieses Jahres waren südafrikanische Truppen in Angola eingefallen. Die Operation misslang. Bei Cuite Cuanavale erlitten die Südafrikaner eine verheerende Niederlage. Die Idee, das Namibia-Angola-Problem militärisch zu lösen, war gescheitert. Noch ist der Krieg im namibisch-angolanischen Grenzgebiet nicht beendet, doch die Aussichten sind günstig. Am 13. Dezember einigten sich Angola, Kuba und Südafrika auf ein Truppenrückzugsabkommen. Bis 1991 sollen alle fremden Truppen Namibia und Angola verlassen haben und Namibia unabhängig werden. Noch keine Lösung gefunden hat 1988 das 40 Jahre alte Palästina-Problem. Aber vielleicht ist es einer Lösung auch etwas näher gekommen. Der Start für den neuen Dialog zwischen Yasser Arafats palästinensischer Befreiungsorganisation und Israels schützender Supermacht USA fiel allerdings nicht in New York. Nach dem Einreiseverbot für den PLO-Chef musste sich vielmehr die UNO-Vollversammlung nach Genf bemühen, um Arafats Erklärung der neuen PLO-Politik zu hören. Für Arafat gab es schon vor seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung viel Applaus. In seiner Rede sagte Arafat, die PLO anerkenne Israel im Rahmen der nahöstlichen Staatenwelt inklusive eines Palästinenserstaates. Arafat verurteilte auch jegliche Form des Terrorismus. Die israelische Delegation hörte ihm nicht zu. Sie hatte den Saal schon vorher verlassen. Nach Arafats Rede ließ Israel verlauten, er habe nichts Neues gesagt. Die USA verlangten Präzisierungen. Am anderen Tag gab Arafat eine Pressekonferenz und wiederholte ausdrücklich, dass er Israel im Rahmen der nahöstlichen Staatenwelt anerkenne. Including the state of Palestine, Israel and other neighbors. Doch am selben Abend erklärte US-Außenminister Schulz, die USA seien jetzt bereit, mit der PLO in direkte Gespräche zu treten. The United States is prepared for a substantive dialogue with PLO representatives. Die diplomatische Lage um Nahost hat sich also 1988 erheblich gewandelt. Israel sieht sich plötzlich recht isoliert im diplomatischen Spiel und in Palästina selber sieht es sich konfrontiert mit der Intifada, mit jenem Aufstand in den besetzten Gebieten, der Yasser Arafat neue Stärke gegeben hat. In den israelisch besetzten Gebieten Westjordanland und Gaza entwickelten sich die Proteste der palästinensischen Bevölkerung gegen die Besatzung zu einem eigentlichen Aufstand. Israelische Polizei- und Armeeeinheiten gingen mit eiserner Faust gegen die Demonstranten vor. Über 300 Palästinenser wurden erschossen, Tausende verletzt. Die Krise erreichte eine neue Dimension, als am 31. Juli Jordaniens König Hussein bekannt gab, er verzichte auf alle Rechte in Westjordanland. Das Gebiet solle von der Bevölkerung selbst verwaltet werden. Für viele Palästinenser brachte dies Probleme. Tausende von Beamten hatten trotz israelischer Besetzung nach wie vor aus Jordanien ihren Lohn bezogen. Die wirtschaftliche Not verschärfte sich, vor allem bei jenen, die schon früher durch die israelischen Siedlungen ihr Land verloren hatten. Doch die Massenproteste und Streiks gingen unvermindert weiter. Die israelische Regierung antwortete mit Verhaftungen und Deportationen in Lager oder gar außer Landes. Insgesamt sind heute über 2000 Palästinenser ohne Prozess in Lagerhaft.
Am 1. November wählten die Israeli ein neues Parlament, das eine klare Mehrheit bringen sollte. Doch weder der Likud noch die Arbeiterpartei erreichten eine Mehrheit. In wochenlangen Verhandlungen versuchte zuerst Premier Shamirs Likud-Block mit den religiösen Parteien einig zu werden. Er scheiterte. Als Ausweg blieb nur die Große Koalition. Auch in den besetzten Gebieten wiederholten sich die Ereignisse. Der Palästinenseraufstand brach nicht ab. Einen neuen Höhepunkt setzte der PLO-Kongress am 15. November in Algier. Der Staat Palästina wurde ausgerufen. Ein Staat ohne Land. In Burma versuchten große Teile der Bevölkerung, mit Massenprotesten der Herrschaft der regierenden Sozialistischen Einheitspartei ein Ende zu setzen. Vorerst mit Erfolg. Am 26. Juli gab Diktator Ne Win dem Druck der Straße nach und trat zurück. Die Proteste hielten jedoch an. Militär und Polizei gingen gegen die Bevölkerung vor. Es kam zu Massakern. Hunderte wurden erschossen. Die Proteste gingen weiter. Auch Interimspräsident Zain Lvin trat zurück. An seine Stelle kam Maung Maung. Er versprach Reformen. Doch am 20. August trat auch er zugunsten der Generäle zurück. Haiti erlebte 2 Jahre nach Duvaliers Flucht eine Wahlfarce. Nach undurchsichtigen Manövern wurde Leslie Maniga als Präsident vereidigt. Doch Maniga, ein ehemaliger Mann Duvaliers, regierte nicht lange. Das Militär unter General Nanfi, ebenfalls ein Duvalierist, putschte. Nanfi, schon nach Duvaliers Abgang, Haitis starker Mann, wollte die Macht nicht teilen. Am 17. September putschte die Armee erneut. Auch General Nanfi musste ins Exil. Doch die neuen Machthaber unterschieden sich nicht von den alten. Neuer Präsident wurde General Avril, auch er ein Duvalierist. Er versprach Frieden und Wohlstand, Glauben taten es wenige. In Chile verlangte Zivilist Pinochet von der Bevölkerung am 5. Oktober eine neue Amtszeit von 8 Jahren. Doch Jubel gab es bei den Gegnern. Pinochet scheiterte bei der Abstimmung klar. Demokratischer wurde das Land dadurch nicht. Das Regime zeigte schon bei den Feiern der Pinochet-Gegner, wer Herr im Hause ist. Pinochet zog wieder die Generalsuniform an und erklärte, er werde sein politisches Programm zu Ende führen. Personen standen stark auch im Zentrum des politischen Lebens in Europa. Österreichs Kurt Waldheim zum Beispiel, der von seiner Vergangenheit nichts mehr wissen will. Oder Franz Josef Strauß, Bayerns große politische Figur, dessen Lebensweg 1988 zu Ende ging. Schließlich François Mitterrand, der nochmals für 7 Jahre an die Spitze Frankreichs gewählt wurde. Für das Élysée, den französischen Präsidentenpalast, musste dieses Jahr ein neuer oder ein alter Hausherr erkoren werden. Der sozialistische Staatspräsident Mitterrand kandidierte am 8. Mai für eine zweite 7-jährige Amtszeit. Sein Rivale im 2. Wahlgang war der bürgerliche Ministerpräsident Chirac. Schon bald nach Urnenschließung zeigte sich, dass zum ersten Mal in der 5. Republik ein Präsident wiedergewählt wurde. Mit einem etwas verkrampften Lächeln gestand Chirac noch am Abend seine Niederlage ein. De confier la responsabilité de l'État à Monsieur Mitterrand. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître et je m'incline devant son choix. Der Sieger Mitterrand wechselte gleich wieder von der Kandidaten zur Siegerpose. Pour que nous oublions que le premier devoir est celui de la solidarité nationale. Er wartete nicht lange und berief Chirac ins Élysée, wo er ihn von seinen Pflichten als Ministerpräsident entband. Chirac ging wieder dorthin, wo er politisch angefangen hatte, ins Rathaus von Paris. Neu ins Amt berufen wurde Michel Rocard, ein Mann des rechten Flügels der Sozialistischen Partei. Er konnte jedoch auf keine Parlamentsmehrheit bauen. So fanden am 12. Juni Parlamentswahlen statt, die der sozialistischen Minderheitsregierung die Mehrheit bringen sollte. Die Sozialisten wurden zwar stärkste Partei, aber Parlamentsmehrheiten müssen sie weiterhin, je nach Vorlage, mit Hilfe der Kommunisten oder der Zentristen herstellen. München erlebte Mitte Oktober die wohl größten Trauerfeierlichkeiten seiner jüngeren Geschichte.
Der bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der Koalitionspartei CSU, Franz Josef Strauß, war am 3. Oktober nach einem Herzinfarkt auf der Jagd gestorben. Franz Josef Strauß war ein umstrittener Politiker. Hemdsärmelig und volksnah, aber auch bitterböse und scharf, hatte er über Jahrzehnte die Nachkriegspolitik der Bundesrepublik entscheidend mitbestimmt. Wir malen nicht den Teufel an die Wand. Wir sind keine Gespensterseher, Schwarzmaler, die Untergangsvisionen haben, Kommunistenfresser, wildeste aller kältesten Krieger und so weiter. Das sind wir alles nicht. Wir sind nur Realisten. Die CSU-Mächtigen teilten das Erbe von Strauß auf. Ministerpräsident wurde Max Streibel, CSU-Parteichef Theo Weigel, der Kontinuität versprach. Die CSU bleibt und ist eine eigenständige Volkspartei mit einem selbstständigen Anspruch im Bund und in Europa. Österreichs Präsident Kurt Waldheim konnte die Winterballsaison nicht ungetrübt genießen. Seine Kriegsvergangenheit hat ihn wieder eingeholt. Zur Debatte stand seine Tätigkeit als Nachrichtenoffizier. Was hatte er gewusst? Und was hätte er verhindern können, waren die Fragen. Er selbst gab sich ungerührt. Meine lieben Landsleute, Sie können mir vertrauen, so wie Sie mir vor 2 Jahren vertraut haben. Eine internationale Historikerkommission mit dem Schweizer Hans-Rudolf Kurz an der Spitze untersuchte den Fall Waldheim. In ihrem 202-seitigen Bericht hieß es, dass Waldheim sehr gut informiert gewesen sei. Ihm wurde Nähe zu kriegsrechtlich inkriminierten Maßnahmen vorgeworfen, jedoch keine Kriegsverbrechen. Österreichs Regierung nahm den Bericht zur Kenntnis, nahm dazu jedoch keine Stellung und ging zur Tagesordnung über. Die Schweiz hat 1988 ihre eigenen Auseinandersetzungen um Personen erlebt. Auseinandersetzungen, deren Bedeutung allerdings über die Landesgrenzen hinaus reichte. Die eine war der Streit um die Ernennung des Weihbischofs und Koadjutors im Bistum Chur, die Ernennung von Wolfgang Haas, der damit zum nächsten Bischof auch ernannt ist. Und die andere war die Abwendung des traditionalistischen Erzbischofs Lefebvre von der römisch-katholischen Kirche. Er vollzog eine zwar kleine, aber doch nicht ganz bedeutungslose Kirchenspaltung. Trotz mehrerer Verwarnungen von Seiten des Papstes war er hart geblieben. Vor rund 10.000 Anhängern nahm der traditionalistische Erzbischof Lefebvre am Sitz der Priesterbruderschaft Pius X. In Écône im Wallis die Weihe von 4 neuen Bischöfen vor. Ein Schweizer, ein Franzose, ein Engländer und ein Spanier sollen nun seinem Wunsch gemäß das Erbe des rebellischen Traditionalisten antreten. Als Operation zum Überleben bezeichnete Lefebvre diesen vom Vatikan ausdrücklich verbotenen Schritt, mit dem er aus seiner Sicht die Wahrheit in der Kirche bewahren will. Der Anlass wurde zum Medienereignis und Bischof Lefebvre ließ sich von seinen Anhängern ausgiebig feiern und bejubeln. Für ihn ist die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von Irrtümern geprägt, die zu Sittenverfall und Unglauben führen. Mit der Weihe der 4 neuen Bischöfe glaubt Lefebvre, gottgefällig zu handeln und die wahre katholische Kirche zu retten. Der Vatikan reagierte prompt. Ein Bischof, der ohne päpstlichen Auftrag eine Bischofsweihe vornimmt und jeder, der eine solche Weihe empfängt, wird automatisch exkommuniziert, erklärte der Vatikansprecher lakonisch. Sono incorsi ipso facto nella excommunica late sententiae riservata alla sede apostolica. Auch Chur wurde diesen Sommer zum Schauplatz einer umstrittenen Bischofsweihe. Es ging um Wolfgang Haas. Rund 200 Demonstranten hatten sich vor der Kathedrale zu einem Menschenteppich versammelt, der den Zugang zur Kirche nicht gerade blockierte, aber sehr erschwerte und zu manch ungewohnten Kletterpartien Anlass gab. In der Kirche selbst waren nur geladene Gäste zugelassen, wobei zahlreiche hohe Kirchenherren aus Protest gegen die Ernennung von Haas dem Gottesdienst fernblieben. Ungerührt schritt dagegen das Fürstenpaar von Liechtenstein über den Menschenteppich, während Haas schon Stunden vor der Weihe durch einen Hintereingang unbemerkt in die Kirche geschleust worden war. Geweiht wurde er von Bischof Johannes von der Ach, dem Haas nun automatisch nachfolgen wird. Seine restriktive Haltung gegenüber Frauen und Laien in der Kirche wird Haas von verschiedenen Seiten vorgeworfen
und dass der Papst ein seit 40 Jahren geltendes Mitspracherecht der Diözese Chur bei der Ernennung von Haas missachtete, hat den Zwist nur noch verschärft. 50 Jahre Rätoromanisch als vierte Landessprache, auch das fiel ins vergangene Jahr. Eine Feier, die den Respekt vor vielfältigen Minderheiten ebenso zeigte wie die Eigenwilligkeit, die nicht nur in Romanisch-Bünden lebt, aber eben auch dort. Genau 50 Jahre ist es nun her, seit die Stimmbürger am 20. Februar 1938 mit einem überwältigenden Mehr von über 90% das Rätoromanische als offizielle vierte Landessprache anerkannten. Nur, welches Rätoromanisch durfte es denn nun sein? Die rund 50.000 Rätoromanen, die in den verschiedenen Gebieten des Bündnerlandes leben, unterteilen sich in 5 verschiedene Sprachidiome, die sich zum Teil stark unterscheiden. Aus diesem Grunde gibt es auch gleich 4 romanische Zeitungen, die 1 bis 2 Mal pro Woche erscheinen. Nach der Schaffung der neuen Schriftsprache Romansch Grischun ist nun aber auch der Gedanke an eine einzige gemeinsame Zeitung aufgekommen, die Quotidiana, von der bis jetzt freilich erst eine Probenummer vorliegt. Ob und wann sie ihrem Namen tatsächlich Ehre machen wird, steht vorerst noch in den Sternen. In der Schule wird unterdessen fleißig Romanisch gelernt. Die junge Generation, die später auch einen romanischen Pass bekommen wird, macht sich mit der neuen Schriftsprache vertraut. Mossa la bocca. Qui è la bocca. Neo al beat la bocca. Qui beat acheu la bocca. Neo al corzin la bocca. Corzin acheu la bocca. Wer weiß, vielleicht schafft es die Schriftsprache, die Rätoromanen zu einer Sprachgemeinschaft zusammenzufügen, was die Unterschiedlichkeit der Idiome bis jetzt immer verhindert hat. Aus der Kunstwelt bleiben von 1988 zumindest 2 Ereignisse in Erinnerung, wenn man den Blick auf die Schweiz begrenzt, was für einmal erlaubt sein mag. Das eine hat einen deutlich geschäftlichen Einschlag und das andere hebt sich nicht zuletzt aus politischem Grund über den Durchschnitt hinaus. Der sowjetische Maler Erik Bulatow hatte seine erste Ausstellung im Westen. Erik Bulatow. Er ist der erste sowjetische Maler, der eine Einzelausstellung in Zürich hatte. Seine Bilder sind geprägt vom sozialistischen Realismus, den er freilich immer wieder durch ironische oder verschlüsselte Kritik in Frage stellt. Buchstaben etwa, die auch einmal in die Bläue des Himmels aufstreben, sind typisch für Bulatow, der sie einerseits als optische Elemente einsetzt, für den andererseits aber auch die Wortbedeutung wichtig ist. Ins Ausland geht nach langem Hin und Her nun auch die Bildersammlung des Barons von Thyssen, die über 50 Jahre lang in der Villa Favorita in Lugano gehangen hatte. Sie gilt als umfassendste und abwechslungsreichste Privatsammlung der Welt. Der heutige Baron, der Sohn des Gründers der Sammlung, gefällt sich ebenfalls in der Rolle des Kunstbeflissenen. Er gibt sich sportlich elegant und hat die Geschäfte an den Sohn delegiert. Allerdings, ein Ausstellungsbetrieb auf privater Basis ist aufwendig und teuer. Bilder müssen gewartet und restauriert werden. Und zeigen kann man in der Villa Favorita lediglich 300 Werke. 1000 weitere warteten im Lager darauf, auch einmal an die Öffentlichkeit zu gelangen. Dies ist nun in Spanien der Fall, wo die außerordentliche Sammlung eine neue Bleibe gefunden hat. Holbeins Heinrich VIII., den Thyssen vom Schwiegervater des englischen Thronfolgers Prinz Charles kaufte, gehört ebenso zu den Hauptwerken der Sammlung wie diese Madonna von Fra Angelico di Fiesole. Beide sind einmalig. Im Paseo del Prado in Madrid, gleich vis-à-vis vom berühmten Museum, liegt der Palacio Villahermosa, der die Sammlung Thyssen beherbergen soll. Gemeinsam mit dem spanischen Kulturminister Solana unterzeichnete Thyssen ein Dokument, nach dem zunächst 775 Bilder für mindestens 10 Jahre nach Madrid gehen. Vielleicht für immer. Wie sagte doch ein Kollege aus gegebenem Anlass, nun sind wir zwar die Bilder los, aber doch auch einen leidigen, langwierigen Streit. Und man möchte hinzufügen, schade um beides, es war eine so angenehme Gelegenheit zum Tratschen. Aber sei es drum, die Stammtischrunden hatten ohnehin längst ein anderes Thema gefunden, die Bewegung auf dem Biermarkt.
1988, das ist womöglich der Anfang vom Ende des Bierkartells, aber auch ein Jahr weiterer Konzentration. Die traditionsreiche Basler Brauerei Wartek verkauft ihr gesamtes Bier- und Getränkegeschäft der Feldschlösschengruppe. Wartek ist beim größten Bierproduzenten der Schweiz hoch willkommen. Erst kurze Zeit vorher hatte Feldschlösschen auch die Übernahme der Luzerner Brauerei Hochdorf angekündigt. Unter den Bierbrauern gärt es. Die Freiburger Sipra-Gruppe kündigt ihren Austritt aus dem Bierkartell an. Mit Preisabschlägen auf ihrem Kardinalbier will sie ihren Marktanteil sichern. Auch der Großverteiler Coop bläst zum Angriff. Er lanciert eine neue Schweizer Biermarke. Tell, das von der Bündner Kalander Brauerei hergestellt wird. Tell soll 25% billiger sein als die übrigen Schweizer Biere. Der Bierpreis bewegt zweifellos des Schweizers Konsumentenherz, aber bedeutender waren wohl doch andere Bewegungen für Schweizer Unternehmen. Manche traditionelle Firmen mussten sich mit einem neuen dynamischen Führungs- und Unternehmensstil anfreunden und andere, ganz große, taten sich auf dem Weltmarkt mit prall gefüllter Kasse um. Ein spektakulärer Coup gelingt dem Nestlé-Konzern in Vevey. Er trickst seinen Konkurrenten Jacobs Suchard aus und übernimmt den britischen Süßwarenhersteller Roundtree. 6,6 Milliarden Franken blättert Nestlé für die vielen bunten Smarties und After Eight auf den Tisch. Damit wird Nestlé zum größten Süßwarenproduzenten der Welt. Auch das texanische Unternehmen Intermedix geht für 1,2 Milliarden Franken in Schweizer Besitz über. Käufer ist der Sulzer-Konzern. In der Schweiz beschäftigt Intermedix in Le Locle 110 Leute, die Herzschrittmacher zusammensetzen. Erst wenige Monate zuvor war Sulzer selbst Gegenstand eines Übernahmeversuchs gewesen. Er endete mit der Einsitznahme in den Verwaltungsrat von Werner Carey, der 20% der Sulzer-Aktien besitzt. Er hatte sie Tito Tetamanti abgekauft, der seinerseits erfolglos versucht hatte, den Winterthurer Maschinenkonzern zu übernehmen. Tetamanti tröstet sich mit der Aktienmehrheit bei Saurer in Arbon. Im Versicherungsgeschäft kommt ihm die Rentenanstalt zuvor. Sie gewinnt den Übernahmekampf um die La Suisse Versicherungsgruppe. Die Übernahmen und Umstrukturierungen lassen auch Arbeitsplätze verschwinden. Am stärksten betroffen ist die ASEA Braun-Boveri-Gruppe, die innerhalb von 2 Jahren rund 2500 Stellen in der Schweiz abbauen wird. Auch das Industrieunternehmen Mark Zahnräder muss restrukturieren und wird in den kommenden Jahren 500 Arbeitsplätze abbauen. 260 Angestellte müssen entlassen werden. Im Maschinenbau gehen Hunderte von Stellen verloren. Bei Sulzer fallen 450 Stellen weg, Georg Fischer streicht 400 Arbeitsplätze, ebenso viel baut Oerlikon Bürle ab. Entlassen werden nur wenige. Ein Großteil kann durch die üblichen Abgänge und frühzeitige Pensionierungen aufgefangen werden. Abbau von Arbeitsplätzen hieß da und dort auch Verlagerung ins Ausland und nicht etwa in Billiglohnländer, nein. 1988 haben etliche Schweizer Unternehmen zu einem ersten oder auch zu einem weiteren Sprung ins Europa der Europäischen Gemeinschaft angesetzt. Der EEG-Binnenmarkt von 1992-93 ist schon heute eine Herausforderung. Das gilt auch für die Politik. Der Druck auf die Schweiz und ihre Verkehrspolitik hat 1988 spürbar zugenommen. Der sogenannte Lastwagenkrieg ist dafür nur ein Beispiel. Immer stärker verlagert sich der Güterverkehr von der Schiene auf die Straße. Innerhalb von 20 Jahren ist der Bahntransport fast um die Hälfte zurückgegangen. Im gleichen Ausmaß hat dafür der Transport von Gütern auf der Straße zugenommen. Wegen der 28-Tonnen-Limite auf Schweizer Straßen weichen viele 40-Tönner auf die österreichische Brennerstrecke aus,
auf der die Lage auch immer prekärer wird. Der Druck auf die Schweiz nimmt zu. In Brüssel fordert die EG, dass auch unser Land 40 Tonnen Lastwagen die Durchfahrt gestatten soll. National- und Ständerat beschließen, die Lastwagenbreite von 2,3 auf 2,5 Meter zu erhöhen. Damit erhofft man sich, dem Druck der EG etwas entgegenzuwirken. Doch nach vielen positiven Anzeichen muss Bundesrat Ogi nach dem Verkehrsministertreffen in Athen resigniert feststellen: Dieser Druck hat nicht nachgelassen. Man fordert nach wie vor von uns den 40-Tonnen-Korridor. Einen 40-Tonnen-Korridor, den das EG-Parlament dann tatsächlich auch verlangt. Doch Bundesrat Felber hält an den bestehenden Gewichtslimiten fest. Aus topografischen, umweltpolitischen und politischen Gründen können wir die 28-Tonnen-Grenze für die Lastwagen nicht beseitigen. Aber auch in Italien hält der Unmut über die Schweiz unvermindert an. Gerüchte, wonach die Bundesräte Dülamüra und Ogi den Italienern Zugeständnisse gemacht hätten, weist der Bundesrat zurück. Der Bundesrat hält aber an der Gewichtslimite von 28 Tonnen fest, da eine Erhöhung weder mit den geografischen noch mit den technischen Begebenheiten unseres Straßennetzes in Einklang zu bringen ist. Außerdem ist sie auch nicht mit der Umweltpolitik der Schweiz zu vereinbaren. Eine Folge dieser Auseinandersetzung, schweizerische Innenpolitik und ganz konkret Schweizer Verkehrspolitik, wird wieder stärker ein Stück Schweizer Außenpolitik. Wenn die Schweiz die 40 Tonnen erfolgreich abwehren will, muss sie eine neue, hochleistungsfähige Eisenbahntransversale bereitstellen. Seit 20 Jahren ist das ein Thema des Bundesrates. Der Druck von außen könnte jetzt die inneren Entscheidungsvorgänge über die neue Alpentransversale, die NEAT, beschleunigen. Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement stellt für die neue Eisenbahntransversale 5 Varianten zur Diskussion. Eine erste führt durch den Lötschberg- und Simplon-Tunnel. Eine zweite durch den Gotthard. Ein Y gilt als verbindender Kompromissvorschlag. Und 2 weitere Varianten würden durch den Splügen führen. Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Bundesrat die Investitionskosten der Varianten berechnet. Die Lötschberg-Simplon-Linie schneidet gut ab. Das gibt der Westschweiz und dem Kanton Bern Auftrieb. Anfang Dezember erhält die Zentralschweiz Unterstützung. Die SBB sprechen sich für die Gotthard-Variante aus. Selbst Italien findet neuerdings auch Gefallen am Gotthard. Die Front der Splügenbefürworter bröckelt hingegen etwas ab. Aus der Ostschweizer Phalanx steigt Schaffhausen aus. Doch die Komitees kämpfen unverdrossen für ihre Linienführung weiter. Das Vernehmlassungsverfahren wird Mitte Januar 1989 abgeschlossen. Der Rückblick auf 1988 wird damit ganz selbstverständlich zum Ausblick auf 1989. Und mir scheint, wir gehen auf bewegtere Zeiten zu. Die Schweiz muss ihre Beziehungen zum Ausland neu definieren, sie muss ihre Rolle neu bestimmen. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein lebendiges 1989, auch im Namen der Tagesschau-Redaktion, aus deren Kreis dieser Jahresrückblick entstanden ist. Einen angenehmen Abend und auf Wiedersehen.